Das Heimatmuseum von Udvar hat 3 Zimmer. Die Bevölkerung dieses kleinen Dorfes an der kroatischen Grenze war von dem Zweiten Weltkrieg fast ausschließlich deutsch. Das Haus wurde in 1908 gebaut und der Besitzer hieß Andreas Mehringer. Und also das Haus ist schon älter als 100 Jahre. Und die Nachkommen haben das Haus nach dem Zweiten Weltkrieg erst verloren und dann wieder zurückgekauft. Und der letzte Besitzer hieß Franz Iwig, er ist im vorigen Jahr gestorben. 2016, glaube ich, ich habe vielleicht das schon vergessen, aber es sind bald 10 Jahre her, dass wir das erneut haben. Die deutsche Selbstverwaltung hat das im Hande genommen und die Mauer restauriert und die Möbel, die Einrichtung, die ist fast alles originell, so als die Besitzer das benutzt haben. Der erste Raum des Museums ist eine Küche. Neben Tellern und Essmöbeln enthält der Raum auch Schulsachen. Das war früher die vierte Kuchel und wurde früher fast nicht benutzt, weil das Haus richtig groß ist und die Einwohner wohnten meistens hinten. Und da haben wir die Sache ausgestellt, die die Leute hergebracht haben. Zum Beispiel von der Schule haben wir eine Rechenmaschine, von der Kirche ein Orgel oder sowas, ein kleines Kinderstühlchen und zum Beispiel die schöne Lampe hat auch jemand geschenkt für das Dorfhaus. In einer Ecke der Küche wird auch die ehemalige Funktion des Gebäudes erinnert. Das gehörte alles zu der Post, weil der letzte Besitzer, der Franz Iwig, war der Postmeister, jahrzehntelang in der Gemeinde. Und mit ihm ist auch unsere Post geschlossen worden in dem vergangenen Jahr. Also diese Gegenstände erinnern uns an ihn. Der zweite Raum ist der schöne Stube, wo an der Decke ein Gemälde der Heiligen Dreifaltigkeit zu sehen ist. Man kann auch alte Kleider, Kommoden und eine alte Akkordeon sehen. Jetzt sind wir in der sogenannten vierten Stube. Das war früher so ein Zimmer, wo die Einwohner nur im Leben vielleicht, als sie geheiratet haben, hereinkommen und als sie gestorben sind. Wenn die Hochzeit war, war das junge Paar hier in der Stube und wartete auf die Gäste. Und als sie gestorben sind, dann sind sie hier aufbewahrt worden. Und in dem Zimmer sieht man, dass hier auch keine Heizung und kein Licht war. Oben im Zimmer ist ein Bild, die Heilig Dreifaltigkeit. Und das gab die Idee, dass wir hier ein Heimatsmuseum einrichten könnten. Und die Wände hat ein sehr guter Meister restauriert. Und sie sind so gemalen, als sie früher waren. Die Möbel sind auch alle noch da, die im 1920 und 30. Jahr hergestellt wurden. Die sind von einem Bäuermeister, ein Tischler, gemacht worden. Im letzten Zimmer sind Möbel aus den 1950er Jahren zu sehen. In diesem Zimmer sind Möbel, die schon im 1950er Jahre hergestellt wurden. Und dieses Zimmer war auch schon bewohnt. Da wohnten schon die hier wohnenden Leute. Also das ist schon ein sogenanntes, was Neues, Modernes. Aber die Mauer hat auch der Meister restauriert und die sind so hergestellt, als sie früher waren. Im Dorf ist es wichtig, Traditionen am Leben zu erhalten. Mehrere Gruppen von Schulkindern und Kindergartenkindern aus der Umgebung besuchen das Heimatmuseum häufig. Wir sind in der Gemeinde leider nur vielleicht noch 100 Einwohner
Und die hier Wohnende haben das gesehen. Und meistens, wenn wir ein Dorffest haben, jedes Jahr im Sommer, dann kommen auch noch von die hierigen Leute. Aber es freut uns, dass von hier ausgesiedelt Leute aus Deutschland uns besuchen. Wenn sie nach Hause kommen, auf Ungarn, dann telefonieren sie mir. Und ich komme allezeit gerne her und zeige ihnen das Haus. Und wir haben leider keinen Kindergarten, keine Schule, aber wenn eine Klasse oder eine Gruppe sich meldet, zum Beispiel jetzt kommt bald von Mohács eine Kindergartengruppe und schaut das Heimatmuseum an. Sie waren schon früher auch mit einer anderen Gruppe hier und es hat ihnen so gefallen, dass sie wiederkommen. Neben den vielen schönen alten Möbeln in dem Heimatmuseum kann man auch die Initialen des Vorbesitzers an den Türen oder am Tor sehen. Wer sich für die deutsche Kultur interessiert, sollte Udvar unbedingt besuchen.